Tot, tot, tot. So, jetzt habe ich wieder Freizeit. Also, herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Zeitverschwendung zu Let's Play Alcahest. Und ich habe mehrere gute Neuigkeiten. Erste gute Neuigkeit des Tages. Ich bin krank. Yay. Warum ist das gut? Ich kann aufnehmen. Vorher habe ich keine Zeit. Tut mir leid, aber so läuft es immer. Und, ja, ich bin wie gesagt krank. Und wenn ich gleich irgendwie mit Nasenbluten vom Stuhl kippe, würde ich sagen, das war's wert. Hoffe ich doch. Wenn nicht, bin ich sauer. Auf euch. So, ui. Zweite gute Neuigkeit. Wie ihr vielleicht an meinen Continues oben sehen könnt, habe ich offscreen nochmal bis zu dieser Stelle gespielt. Und ich denke, das werde ich so beibehalten, dass ich das immer mache, da ich, glaube ich, mit den 8 Continues und ohne Passwortsystem sonst nicht durchkomme. Viel mehr zu sagen gibt es eigentlich nicht. Das reicht ja auch erstmal. Wie gesagt, ich bin schwer kränklich. Und das ist ganz super. Für alle Leute, die was von mir sehen wollen. Also für mich selbst. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn wir die Dinge kaputt machen, weil das viel zu lange dauert. Wir müssen dieses feurige Miststück besiegen, das uns letztes Mal so nachgetreten hat. Natürlich bin ich jetzt nicht gerade in der besten Verfassung, das zu tun. Au, Mimik, Arschvieh. Und ich habe auch viel zu wenig Leben, fällt mir gerade auf. Aber egal, ich habe eben Holy Cup bekommen und ich hoffe einfach mal, ich komme hier noch so schnell durch, dass ich mit meinem Aura Blade dem Mädel voll auf die Schnauze hauen kann. Ja, da bist du. Ja, ich weiß, ich habe deinen Bruder umgebracht. Ich würde gerne sagen, es tut mir leid, aber es wäre gelogen. So klappt das schon mal nicht. Oh, zack. Nein. Nein, 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 nein. Alles auf Anfang. Das kannst du voll vergessen, Bro. Macht aber nichts. Ich glaube, das... Eine Mal. Wie gesagt, ich bin krank. Lasst mich dumm sein. Zack, ich muss eh noch eine gute Strategie gegen die rausfinden. Also die erste Form sollte nicht allzu schwer zu besiegen sein eigentlich. Sie schießt ja praktisch nur einmal, geht irgendwie in ihre Flammenform und dann mache ich den hier. Ja, verstanden. Oh, in der Flammenform kann ich es auch verletzen. Da war ich mir nicht sicher. Ja, gehen wir in die Mitte und gut, an sich ist das nicht so schwer, oder? Da sollte ich eigentlich durchkommen, ohne zu sterben. Theoretisch. Nächstes Mal. Oh, oh. Ja, ist eigentlich Zeitverschwendung, was ich mache, aber ich suche halt eine gute Strategie gegen das Mädel. Und da ist das hier bis jetzt die beste, die mir einfällt. Ja, das war's für sie. Leider habe ich noch einen Holy Cup, oder? Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe eben einen aufgesammelt. Ja, ja, bla, bla. Die Power der Hölle und schieß mich tot. Oh. Ja, kleiner negativer Nebeneffekt. Ich bin auch ein bisschen erkältet und jetzt klinge ich nasaler als Brad Jones, der Cinema Snob. Und zack. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich mach's trotzdem. Warum? Weil es kann. Boah. Ich weiß nicht, ob das... wie das hier Schaden macht. Nur dass es Schaden macht, das dürfte... Au. Ah, vergiss das mit dem Holy Cup. Alles klar. Egal, mache ich schnell. So. Was immer ziemlich dämlich ist, man wird auf seinen Anfangs-Blade zurückgesetzt. Zack. Oh, hier ist noch was. Telesema. Suki an sich kann ich aber leider nichts mehr mit anfangen, weil wir schon voll sind. Au. Egal. Diese Federn sind super. Ich weiß nicht, was... bedeuten sollen oder was genau für Items das sind, aber es sind anscheinend ziemlich gute Reset-Button, die uns ganz schön den Arsch retten können, wenn in der richtigen Stelle gedroppt. Passiert natürlich meistens nicht, wenn man es braucht, aber es soll's. So, euch mache ich platt, euch ignoriere ich geflissentlich, du bist tot, die lade ich auf und tschu! Und tschu! Und... kommt schon, lecker, das dauert. Lalala, lalala. Ja, bei euch so. Wie gesagt, geht so bei mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ich besiege den Boss jetzt. Den Dialog lese ich nicht nochmal vor. Der sollte ja, wenn ich das richtig mache, einfach im Video vorher da sein. Ja, Mädel, ich weiß, du brennst. Wir haben es verstanden. Zack. Ja, geh mal wieder lieber weg. Na, dumm. Timing.
brauche Timing. Ich denke mal, einen Hit kann ich schon von ihr fressen, ohne dass es allzu schlimm ist. Sie fällt aus ihrem Muster raus, das gefällt mir gerade nicht. Aber jetzt haben wir sie wieder halbwegs drin, würde ich sagen. Nein, dumm. Zack. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber das ist schwierig. Mann, warum stelle ich mich denn so blöd daneben, weil das viel besser funktioniert? Nein, 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 na, komm mir bloß nicht zu nahe, Mädel. Ich bin kein Mädchen für eine Nacht. Tut mir leid. Warte mal jetzt einfach so. Zack, 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 zack. So. Ja, wir haben jetzt praktisch eine volle Lebensleiste, um den dämlichen Boss hier zu besiegen. Und das Fitzelchen vom letzten Mal. Wie mache ich das? Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte eine Strategie. Aber das wäre gelogen. Ja, ja. Zu was bist du gerade geworden, Mädchen? Ach du Scheiße. Du bist ein orange-grüner Hund. Denk mal drüber nach. Du sollst an deiner Einstellung arbeiten. Lalala. Ich könnte eigentlich meinen anderen Guardian ausprobieren, oder? Obwohl, der macht seinen Job an sich ganz gut. Ich probiere es jetzt mal. Komm. Zack, zack. Oh, 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 oh. Kann man mit leben. Aber so viel Mana habe ich nicht mehr. Das ist das Problem. Oh, oh. Mit nicht so viel meine ich jetzt genau eins. Und das hier hat irgendwie mehr Schaden gemacht. Achso, ich habe ja nur einen Holycup. Oh, oh, oh. Drehen, 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 drehen. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, ich habe hier sogar noch einen. Haha. Also, Freunde, ich kann positive Neuigkeiten von der Front der grün-orangen Hundeverprügler vermelden. Wenn ich mich jetzt nicht allzu dumm anstelle. Wenn meine grammatikalische Artikulation nicht ganz so blöd ist wie meine Spielweise. Ne, andersrum. Ah, es wird immer schlimmer. Egal. Es macht nichts, wenn es schlimmer wird. Wir haben es geschafft. Und Babylon. Ich kann einfach nicht glauben, dass du ein Monster besiegt hast, das aus der Unterwelt geboren wurde. Warum trittst du uns nicht bei, Alan? Die Hälfte der Welt könnte dein sein. Und du, Sirius. Mit einer Stärke wie deiner könnten wir Elixir und das Königreich nehmen. Na, wie wär's damit? Werdet ihr eure Kräfte mit mir vereinen? Ui? Guardian? Guardian? Alan, wach auf! Wir, die Guardians, wir sprechen mit dir! Du wirst von Babylon hypnotisiert! Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Okay. Naja, wie dem auch sei, sieht so aus, als hätte die Hypnose auf Sirius gewirkt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon, Mann. Uah, Erdbeben! Erdbeben auf der Himmelsfestung. Naja, die Himmelsfestung, die ich... Jeff unearthed. Die ich aus dem Boden des Imperiums gestampft habe. Keine Ahnung. Ist sie endlich funktionstüchtig? Bald werden die Stürme der Zerstörung über die ganze Welt fegen. Lass uns gehen, Sirius. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ah, Sirius. Akt 4. Ja, ich weiß, da steht P2, TO, P1, C8, Stage 4. Es ist Stage 4. Alles klar. Gastin! Hey, was passiert? Es gab ein ganz schönes Erdbeben früher. Also vorher. Die Himmelsfestung? Oh, ist ja schrecklich. Upsa. Das ist ein magisches Brett. Mit meiner Magie kann ich dich bis zur Himmelsfestung bringen. Okay, cool. Boah! Gastin! Kloppte. Du kannst dich ja teleportieren. Warum teleportierst du mich nicht einfach? Ah, okay. Das gefällt mir ja jetzt schon wieder sehr gut, muss ich zugeben. Au. Ich kann keinen Schaden nehmen. Da kann man ohne Schaden ganz gut durchkommen, denke ich. Nein, was sage ich denn gerade? Oh Gott, die kommen ja wieder! Wisst ihr, woran die mich erinnern? An Tremors. Kennt den Film einer? Egal. So,
So sehen die ein bisschen aus. Oder wie brennende Wolfsköpfe. Zack, zack, ah. Zack, zack, zack. Aber das finde ich ein sehr cooles Element, was man echt mal. Wow. Auch kann. Jinder June. Au. Oh. Ja, ja, du kannst dich teleportieren. Na, ich bin vorausgegangen und habe hier auf dich gewartet. Ist gerade angekommen. Ich habe versucht, mich in die Himmelsfestung rein zu teleportieren, aber das habe ich nicht geschafft. Es gibt Gerüchte, dass die irgendeine komische Rüstung haben. Hier auch haben. Naja. Gucken wir mal nach dem Weg nach drinnen. Yay, Gastin ist wieder dabei. Woo! Gastin, 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 Gastin. Der macht mir Spaß. Wow, Gegner. Gut, Leute, ich könnte ein bisschen Leben gebrauchen. Keine Mimics, keine Mimics. Ja, ich hasse Mimics. Aber Gastin hat zum Glück seine lustigen, zielsuchenden Geschosse, die allem außenrum einfach in den Arsch treten und ich muss nicht mal zielen. Mimik, ganz toll. Ja, natürlich sind die auch wieder respawned. Das ist, was mich am meisten anpisst. Und die Dinger bringen einem nicht mal was. Na, wie kann man vorher erkennen, dass das Mimics sind und muss nicht wie zum Beispiel bei von mir so gehassten Grand Stream Saga erst die Kiste aufmachen, um dann einen lächerlich langen Kampf gegen Mimics zu bestreiten. Yay! Supi, so eine Feder habe ich ja auch doch schon mal erwähnt. Die sind ganz toll. Juppa. Ganz toll. Und das Ding nervt. Aber zum Glück haben wir Gastin, den allmächtigen Magier dabei. Oh, eine richtige Kiste. Ein Sage Stone. Oder Sages Stein. Stone. Stone heißt Stein, wenn ich mich recht entsinne. So, zwei Mimics. Ich hab's so gesehen. Ist hier ein Hüpfi? Ja, ein Hüpfi. Das ist ein Fachbegriff. Kann ich's packen? Ja, Tatsache. Ups, ja. Gut, vielleicht sollte ich mal kommentieren, wo zur Hölle wir ja gerade sind. Wir sind anscheinend auf der Mana-Festung aus Secret of Mana. Und hier ist ein Aufzug. Hier ist ein Aufzug, aber er funktioniert nicht. Das ist schlecht. Aber du hast recht, da ist ein Aufzug. Gehen wir mal da lang. Ja, wir sind auf der Himmelsfestung von Babylon, zumindest so genannt. Und versuchen uns einen Weg nach innen zu bahnen, wo wir den bösen Bösewicht natürlich hoffentlich finden werden. Und ihm seinen grünen Piccolo-Bürzel verhauen. Zick. Eins. Gut, du klappst auch nicht? Jo. Was ich mal positiv anmerken möchte bei diesem Spiel ist irgendwie so das ganze Setting. Die Hintergründe sind immer ziemlich cool. Jetzt sind wir hier auf dieser spaßigen Himmelsfestung. Also ich finde das ziemlich gut. Mir gefällt's. Deswegen muss es euch gefallen. Es ist nicht, als hättet ihr eine Option. Du klappst auch nicht? Nope. Brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen Aufzugsschlüssel, Karten, Dingsy. Das hoffentlich in einer dieser Kisten ist. Ja, komm. Mimik, Mimik. Mimik? Nein, kein Mimik. Kein Mimik. Supi. Rote Medizin, große Potion. Ich gehe erstmal hier raus. Komm wahrscheinlich nur, ja, auf der anderen Seite raus. Und kann mich mit dem Ritter jetzt nochmal rumschlagen. Bräuchte ich das? Ein bisschen, ja. Mimik, 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 Mimik. Und jetzt kann ich hier rein. Was erwartet uns hier? Sirius! Ich werde dir nicht erlauben, hier durchzugehen. Der Typ steht unter Hypnose. Ich werde einfach einen Zauber benutzen, um diese zu brechen. Entschuldige, Alan, aber du musst sie allein bekämpfen. Ja, toll, Gastin. Danke für deine Hilfe. Wie wär's, wenn du es jetzt machst, einfach? Okay, er macht's jetzt. Ich verstehe. Das Kind zieht sich halt zurück, um seine eigene Haut zu retten. Er kommt zu mir. Alan, ich komme gerade zu mir. Alan, halt dich nicht zurück, wenn du gegen mich kämpfst. Kämpf mit all deiner Kraft.